die Abläufe verstopft sind, läuft durch das Wasser in den Innenraum, ne? Logisch. Moin zusammen. Wie schon mal erwähnt, das Auto wird maximal zweimal im Jahr gewaschen. So, jetzt ist aber die Restauration 3 Jahre her exakt und ich will mir angucken, wie das Blech aussieht. Bei der Gelegenheit haben wir auch noch genügend Kratzer. Klar, der Wagen wird auch im Wald benutzt. Ja, ist ordentlich. Hier sieht man es. Ja, wir haben Kratzer. Ab und zu mal nach dem Status vom Rost suchen ist sehr sinnvoll bei so einem Auto. Wie gesagt, wenn die einmal anfangen, dann legen die richtig los. Ja, hier sind 1, 2 Teile dran. Die sind etwas tiefer, wie man sieht an der vorderen Felge. Ist da ordentlich Dreck drin, der eiert auch wie blöd, ne? Also wenn du 80 fährst, das Lenkrad schlägt richtig. Wir haben erst gedacht, so von wegen, wie, die Felge kann doch nicht krumm sein, unmöglich. Normalerweise kannst du die auf den Panzer schrauben. Deshalb fahre ich ja Stahlfelgen. Ursprünglich waren da Alufelgen drauf. Auf den großen Rädern macht das keinen Sinn, du brichst dir die Felgen weg. Ne? Gut, krumm ist nix. Ist einfach der Dreck, der ganz schlicht und ergreifend nur auf der Unterseite liegt. Und nicht auf der Oberseite. Kennt jeder vom Waschmaschinenschleudern, sind die ganzen Socken auf einer Seite, schleudert sich das Ding tot und wandert durch das Badezimmer. Ne? Im Grunde genommen ist das genau das. Ja. Ich habe einen alten Hochdruckreiniger von Kärcher hier. Der sollte dafür erstmal reichen, um den groben Schmutz runterzukriegen. Eigentlich habe ich ja gehofft, dass es regnet. Gerade noch mit jemandem telefoniert, der nördlich von hier wohnt. Da hat es geregnet. Und hier sind die Regenwolken gerade über mir und wollen nicht. Ja, irgendwie haben wir keinen Vertrag mit Regen. Dafür haben wir wahrscheinlich einen Brunnen oder so. Ich habe keine Ahnung.
So, jetzt haben wir den ganzen Schrott da runter gepumpt. Das bedeutet, wir haben den Schlamm jetzt wieder da, wo wir ihn vorher im Winter weggenommen haben, quasi. So, Rost wollen wir ja suchen. Okay, da ist ein bisschen. Ich weiß, da hat er ein paar Mal ordentlich Äste abgekriegt. Ist aber harmlos, ne? Ist 2 mm Stahl hier. Den Schweller, den ich selber gebaut habe. Ne? Ich blende euch das mal ein. Oben. Da könnt ihr das Video angucken, wie der Wagen vorher aussah. Ne? Da war eigentlich gar nichts mehr hier unten. Ne? Gut. Fußboden wäre mir aufgefallen. Ja, der ist dreckig. Ist auch sauber. Auch in Ordnung. Gut, da müssen wir gleich mal dran gehen. Großflächig. Und ich sehe, dass hier Risse entstehen. Das ist aber nur der U-Schutz, den ich da drüber geknallt habe. Das hier ist der Rostschutz. Der ist okay. Hier und da so ein paar Stippen. Das bedeutet, wir besorgen uns gleich mal einen Schwingschleifer. Dann gucken, dass wir den Blödsinn da mal ein bisschen runterkriegen. Hier wollen wir gerne blankes Blech haben. Und dann können wir weitermachen. Die Tür ist leider Sandwich-Bauweise. Stahl und Aluminium. Muss ich euch nicht erklären, ne? Stahl und Aluminium verträgt sich nicht miteinander. Aber gleich mal ein bisschen versiegeln. Einfach Farbe drauf. Da kannst du nicht viel machen. Ja, Sauerstoff abschneiden. Das ist eigentlich im Grunde genommen der ganze Trick an der Sache. Den Schweller hier habe ich vorne offen gestaltet. Habt ihr gerade gesehen, ich habe vorne praktisch die Lanze reingehalten, dass hier der komplette Innenraum freigepustet wird und dass es dann ablaufen kann. Ja, Radhäuser habe ich auch gerade irgendwo eine Stelle gesehen, wo ich mal so da. Moment. Und jetzt Licht. So. Auch gerade gesehen, da müsste ich mal nacharbeiten, ja. Wie gesagt, das ist jetzt 3 Jahre her, da musst du dranbleiben, ne? Gerade bei so rostanfälligen Fahrzeugen wie dem hier. Ja, da unten ist auch blankes Blech. Jetzt nach dem Strahler, da oben drüber ist ein Riss im Material. Da sieht man es. Das bedeutet, hier müssen wir gleich auch mal dran. Deshalb steht der Wagen übrigens auch auf der Rampe, dass das ablaufen kann, ne? Hier fängt er an. Gut, der Wagen ist auch ein bisschen beanspruchter als andere Fahrzeuge, ne? Müssen wir jetzt mal ernst sagen. Der kriegt auch ordentlich Gelände ab, ne? Auf der Straße, ein ganz normales Straßenfahrzeug, hätte jetzt überhaupt keine Roststellen, ne? Aber der kriegt nur eben Äste und sowas in der Richtung ab. Du musst im Gelände auch mal durch den Wald und wenn du durch den Wald fährst, fährst du auch mal über einen Baum, ne? Der umgeklappt ist. Ja. Und dann passiert sowas halt. Gut, die Seite geht eigentlich. Wollen wir nochmal angucken, die Stelle, die ich nicht geschweißt und gelassen habe, wie sie war. Und das ist das hier. Hier habe ich nur versiegelt. Und das sieht exakt noch genauso aus wie vorher. Soviel zum Thema meine Versiegelung, die ich benutze. Statt irgendwelcher Modeerscheinungen wie Fluidfilm oder so ein Kram. Da habe ich nichts dran gemacht. Ich hatte das einzige Teil, was ich nicht bearbeitet habe. Ansonsten das ganze Radhaus einmal neu. Seht ihr auch in dem Video. Habe ich euch gerade eingeblendet. Genau. Gut, ansonsten ist hier nichts. Hier vorne die Stoßstange hat ordentlich Material, wie man hier sieht. Da passiert so schnell nichts. Außerdem ist das ein Anbauteil und mir jetzt ehrlich gesagt egal. Ja, so, bis hierhin habe ich nur versiegelt, ab hier habe ich gebaut. Ne? Ja, hier sieht man, geht die Farbe runter. Habt ihr gesehen, was ich da an Schlamm und Müll da rausgekerchert habe? Hier steckt sogar noch so ein bisschen davon. Klar wird die Farbe abgerieben, ne? Müssen wir uns nicht drum unterhalten. Ja, dann wollen wir gleich mal den Pinsel schwingen. Nachversiegeln. Hier kommt wieder nur Fett drauf, ne? Von oben und von unten. Dann hat sich das. Das ist so meine Kontrollstelle, ne? Da sagt der TÜV auch nichts, das ist ja keine selbsttragende Karosserie. Das, was trägt, ist das da. Das ist der Rahmen. Ja. Wenn man da reinguckt, der ist ordentlich dick. Ja. Und da ist auch nichts drin los, der ist voll mit
meiner persönlichen Versiegelung mit ATF und Fett. Ja. Das ist der Unterfahrschutz für das Differential. Das Differential ist direkt dahinter und die Lenkstangen vor allen Dingen. Ja. Das sieht auch alles gut aus. Ja, wollen wir mal die andere Seite aber einmal umdrehen. Ja, hier oben ist auch ein bisschen, ne, das macht nichts. Ja. Nach 3 Jahren darf das gerne so aussehen. Wie gesagt, ist ein Geländewagen. Ne? Ihr habt jetzt gesehen, was ich da rausgekerchert habe. Wenn jemand einen Geländewagen fährt und der kerchert das dann nicht raus, das ist das falsche Auto. Da brauchst du es einfach nicht. Ja. Einmal von der Rampe runter, einmal umdrehen und dann die andere Seite. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. So, wollen wir mal einen Blick werfen? Licht. So. Das hier sieht alles relativ gut aus, bis auf die Ecke da. Okay, das wird immer schön gestrahlt. Ne? Das hier unten, ja. Oh, da habe ich noch ein bisschen was vergessen. Egal. Gut, da war noch was. Das geht auch. Ansonsten, da oben drauf, ist auch komplett gefettet. Das bleibt immer da hängen. Da kann ich echt drauf Dampf strahlen, wie ich will. Das ist gefettet. Ne? Und ansonsten, geht's eigentlich? Der Unterbau hier, das ist Aluminiumfraß, da braucht man nicht drauf gucken. Ich muss bei Gelegenheit mal ein neues Seitenpanel hier reinbauen. Da kannst du so abknicken. Nur das Alufraß, ne? Kannst du nichts gegen machen. Ja, da habe ich gesehen. Ja. Okay, hier geht's, ist in Ordnung. Ja, das sind die ganzen kleinen Steinschläge, die reinhauen. Ja. Aber ernsthaft gesagt, wirklich wenig. So, Radhaus. Gut, die Domteile sind neu und die Stoßdämpferteile. Oh ja, hier löst sich die Farbe. Also dieser Unterbodenschutz ist mal so gar nicht zu empfehlen. War aber von vornherein eigentlich klar, war nur ein Test. Ne? Bitte nicht auf Bitumenbasis. Das hier ist Bitumenbasis, die löst sich irgendwann und lässt Wasser drunter. Ne? Das wird nochmal ein größerer Akt, da werde ich einmal alles komplett runternehmen.
Das macht überhaupt keinen Sinn. Hier der Fußraum ist komplett neu. Das da ist Erde. Da oben fängt er ein bisschen an. Da habe ich aber auch nichts reingeschweißt. Das sind die drei Löcher, die zum Ablaufen sind. Da das Loch fängt ein bisschen an. Ja, und da oben ein bisschen. Wie gesagt, bei dem Reifenprofil, ne, ich zeige es mal von so, da haust du schon ordentlich Felsbrocken ins Radhaus. Ne? Deswegen habe ich auch kein Kunststoffteil mehr drin. Ja, Rahmen ist ohne Befund, ist auch dick genug. Und von innen, wie gesagt, komplett sauber. Ja. Ja, da kann man ein bisschen machen. Hier müssen wir ein bisschen machen. Aber wie gesagt, guckt euch die Materialstärken an. Ne? Also ich habe den vor 3 Jahren in 3 Wochen, ihr habt den, wenn euch das Video anguckt, in 3 Wochen habe ich den durchgeschweißt. Komplett. TÜV fertig. Ja. Und das ist jetzt das, der Status nach 3 Jahren. Hier oben sind Bleche drin. Da habe ich alles Natur gelassen. Da kommt immer nur Fett wieder drauf, ne? Da unten. Aber es hält, seit 3 Jahren, das passiert gar nichts. Ne? Also wie gesagt, dieses ATF und Fett draufstreichen und alle paar... Ja, im Frühjahr mache ich das meistens so, dass der Wagen durchtrocknen kann. Dann dampfe ich alles einmal komplett ab und dann kommt das neu. In dem Fall hier war es nicht mehr versiegelt, seit der Motor hier raus war. Ja, wird aber jetzt wieder gemacht, also von daher... Hier unten habe ich alles neu gemacht, beziehungsweise habe ich ganz entrostet neu lackiert. Frontmaske, okay, Scheinwerfer, Schächte. Ach, da ist meine Imbusnuss. Die Scheinwerferschächte sind echt immer eine Fundgrube von Werkzeug. Ja, die sind okay. Der hier ist auch okay. Ja, hier sieht man noch, hier habe ich zum Beispiel nur meine Grundierung drauf gemacht, den Löwe. Ne, Löwe heißt das Zeug, verlinke ich euch. Nur die, nichts anderes. Und der wird Sommer wie Winter gefahren, also von daher nicht schlecht. Hier habe ich ein bisschen mehr abgedichtet, aber ist auch nichts Neues. Und darunter, da war auch nichts mehr. Ne? Also die Originalkarosserie war da komplett weg. Wie gesagt, ihr habt es gesehen. Wie der vorher aussah, ja, finde ich gut. Kein großartiger Befund, dass da irgendwie jetzt sofort Panik angesagt ist. Der Auspuff muss drunter weg. Der fängt nämlich massiv an zu klappern. Und zwar genau an der Stelle. Ja, irgendwo ist ein Gummi gerissen. Offensichtlich oder auch nicht, keine Ahnung, hat sich irgendwie verdreht. Er sitzt in allen Gummis drin, aber klappert trotzdem dagegen. Obwohl er hier oben überall drin ist. Sehr eigenartig. Standheizung, Auspuff und so weiter. Geht noch. Muss ich auch mal gucken, dass ich da irgendwie mal Hochtemperaturlack erwische. Irgendwo. Ja, Laderaumboden. Sieht jetzt gerade so richtig chaotisch aus da drin. Die Stelle muss noch gemacht werden hier. Die rosten immer um, diese Nupsis hier. Ja. Da ist eigentlich im Grunde genommen nichts Großartiges drin. Und da noch, die andere Seite habe ich schon komplett gemacht. Ja. Wie gesagt, TÜV-relevant ist das alles nicht, weil, wie gesagt, das ist keine selbsttragende Karosserie. Solange du nicht rausfällst, ist das alles völlig egal. Und rausfallen tun wir hier nicht. Anhängerkupplung muss ich mal sauber machen und neu fetten. Ich brauche mal wieder so einen Tennisball. Das quietscht ganz schön, wenn wir dann Anhänger dran haben. Neue Steckdose muss dran. Und ein neuer Stecker am Hänger, habe ich gesehen. Stoßstange muss runter. Damit ich den ganzen Krempel hier mal richtig entrosten kann wieder. Der kriegt natürlich alles ab, ne? Hinten. Ne? Von den Rädern. Aufgewirbelte Sachen und so weiter in der Richtung, das fliegt alles dagegen. Vor allen Dingen auf der rechten Seite, aber auf der linken Seite
sieht es nicht auch nicht viel besser aus. Ne? Wie gesagt, da muss man dranbleiben. Ne? Ein Auto, was du schweißt und dann hast du für immer Ruhe und du musst das nie wieder anfassen. Das ist eine Legende, das gibt es nicht. Ne? Das funktioniert so nicht. Ja, Stoßdämpfer und so weiter. Okay, Rahmenteil da unten und das ist die neue Lenkung übrigens. Ne? Da sitzt die drin. Das kommt vom Innenraum. Ne? So. Ja. Das ist übrigens interessanterweise der Ablaufstopfen fürs Kühlwasser aus dem Block. Ne? Sehr interessant. Interessanter Motor. Ja, die musste ich damals beim Motorwechsel neu einbauen, also nagelneu. Da ging gar nichts mehr, die waren komplett zerrissen. Das hier ist die Servolenkung und das Lenkgetriebe. Ja, ja. Ja, die Servopumpe selber ist hier vorne irgendwo. Da. Da sitzt die hinter dem Rad. Ja, Quertraverse und vorne habe ich ja hab ich komplett auslackiert, als der Motor draußen war. Ja, wie gesagt, das kriegt wieder einfach nur sein Fett weg. Das bleibt so, wie es ist. Ich teste ganz gerne. Die Karosserie hier ist wahnsinnig rostanfällig, kein Scherz. Wirklich übel rostanfällig. Und ich teste verschiedene Produkte auf bei verschiedenen Stellen. Dieses Radhaus da macht nicht viel, das ist einfach nur da. Ne? Der trägt den Luftfilterkasten. Das ist so seine Belastung. Ja. Da kann man mal Produkte testen. Der Rahmen innen ist komplett Fett und ATF. Heiß. Ne? Heiß reingefüllt, reingespritzt. Und ja, und hier habe ich überall verschiedene. Hier auf dieser Seite ist es Bitumen unter Bodenschutz gewesen. Man sieht es hier. Bitumen unter Bodenschutz. Bringt gar nichts. Ne? Wird sofort unterwandert. Macht also keinen Sinn. Auf der anderen Seite ist es Kautschuk, was auch nicht viel mehr Sinn macht. Hier sieht man schon, dass das Metall durchschimmert. Schimmert. Ja, im nächsten Teil werden wir das Auto, also die Räder runternehmen, die Radhäuser komplett machen, entrosten und neuen Unterbodenschutz da drauf knallen. Er soll ja weiter halten, ne? Ja, wenn man ziemlich deutlich erkennen konnte, habe ich die Türverkleidung runter gehabt. Und habe geguckt, dass die Abläufe, die hier unten, die Kollegen, ne, frei werden. Die sind wichtig. Zumal die intelligenterweise nicht am tiefsten Punkt sind. Die Sicke dahinter, oberhalb, die ist leider etwas tiefer. Ja, so zum Thema Rostvorsorge. Da halte ich jetzt gleich nochmal eben den Föhn rein, dass das richtig durchtrocknet. Und dann versiegeln wir das mal von innen. Ist vorher auch gewesen. Hier sieht man noch ein bisschen. Verschwindet aber langsam, härtet aus. Ne? Da ist jetzt einfach nur Dreck drauf auf dem Wachs. Hier in den Türen benutze ich Wachs. Ne? Hier besser kein Fett. Wie gesagt, Sandwich-Bauweise. Ne? Hier innen, das ist Stahl, außen Aluminium. Ja, und hier verbindet sich das beides. Da habe ich ganz gerne Wachs drin. Mal eben den Föhn holen und dann geht das los. Das muss nämlich heiß sein. Achso, muss ich mal eben dazu sagen. Wenn ich das Wachs da reinhaue, soll das heiß sein. Ne? Also das Metall. Deswegen erstmal föhnen. Ist ein bisschen stabiler. Ne? Wir wollen nämlich nicht die Abläufe zuknallen. Deswegen brauchen wir ein bisschen
standfesteres Wachs, was nicht abhaut, ne? An Sommertagen. Wenn die Abläufe verstopft sind, läuft durch das Wasser in den Innenraum, ne? Ist logisch. Wie gesagt, das teste ich als nächstes. Motorraum kommt als nächstes dran. Das kann jetzt erstmal ablüften. Bremskraftverstärker ist gerne mal ein bisschen belastet. So. Die Sparte hier drunter. Leitungen wegnehmen. Diesmal kein Fett, diesmal nehmen wir Wachs. Wie gesagt, zum Beobachten super. Diese Stellen. Ist nichts geschwächt oder sowas in der Richtung, ne? So. Die Unterseite der Tür ist logischerweise am meisten beansprucht. Die Feuchtigkeit läuft ja hier oben rein. Also, dass das nicht dicht ist, ist klar, ne? Von außen. Läuft rein, muss wieder raus, ne? Kommt es auch, wenn die Abläufe da unten frei sind. Habe ich euch gerade gezeigt, ne? Die runden Löcher. Nur steht das Wasser trotzdem noch ein bisschen da drin und deswegen muss diese Fuge zwischen dem Aluminium-Außenblech und dem Stahl-Innenteil muss halt versiegelt sein. Ne? Je weniger Sauerstoff da dran kommt, umso besser. So. Ja, wie man hier sieht, wartet noch mehr Arbeit. Sie lauert. Das ist übrigens der neue Grill. Ja. Diesmal ohne VW-Zeichen. Ja. Reparatur gelungen, Patient lebt. Ja. Noch ein paar kleine Sachen, wie zum Beispiel die Abdeckung von der Waschdüse und so weiter, dann hat sich das. Aber erstmal gibt es jetzt die Inspektion, die fällige. Ja. Teile sind bestellt und dann geht das los in Kürze. Ja, Teile sind bestellt, geht in Kürze los. Wie man hört, heute auch ordentlich Wind. Kein Sonnenuntergang zu sehen, ist auch noch, ist morgens. Von daher schwierig einen einzufangen. Ja, euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.